Bei den Gesprächen in Bonn wollen die beiden Politiker über einen Waffenstillstand für Zentralbosnien verhandeln. Über die Lage in der umkämpften Region berichtet Peter Dutzig. Trotz aller Friedensbekenntnisse greifen seit 4 Tagen die bosnischen Regierungstruppen mit Artillerie die kroatischen Stellungen um die Stadt Vitez an. Das Ziel, die Vertreibung der über 100.000 Kroaten aus Zentralbosnien. Auch das Quartier der holländischen Einheit wird getroffen. Die Blauhelme geraten immer stärker zwischen die Fronten. 70 Soldaten der Friedenstruppen sind bislang in diesem Krieg gefallen. 800 wurden verletzt. Die Serben wiederum verstärken ihren Druck auf die muslimisch dominierten Städte wie Tuzla. Erstmals steht die Stadt unter Direktbeschuss durch serbische Panzer. 150.000 Menschen stecken in einer Falle, sind an 3 Seiten von den Serben umzingelt. Die Menschen verkaufen ihre letzte Habe, um sich dann an den wenigen anderen Ständen etwas zum Essen kaufen zu können. 1 Kilo Kartoffeln für 2,50 Mark, die Rente für einen Monat. Der Flughafen von Tuzla. Vor dem Krieg war er der größte in Bosnien. Heute ist er verlassen, Flugzeugwracks aus den ersten Kriegstagen. Die bosnische Regierung und die internationalen Hilfsorganisationen würden den Flughafen möglichst bald öffnen. Doch solange die Serben keine Sicherheitsgarantien abgeben, solange müssen sich die Hilfskonvois 500 Kilometer weit quer durch die verschneiten Berge quälen.